Sehr geehrter Herr Präsident Eckhard Uhlenberg, meine sehr verehrten Damen und Herren, ja, Herr Kollege Schmitz, da ja mehr oder weniger perfide, in der Presse waren auch schon mal plumpere Versuche, insofern war es gar nicht so schlecht, aber es werden ja immer versucht, Botschaften zu senden. Das, was ihr jetzt macht, reicht nicht aus. Und einige Kollegen gehen sogar so weit, in Frage zu stellen, dass aktive Beamte später keine Pension bekommen. Und deswegen will ich Ihnen drei Punkte sagen. Hören Sie auf, so zu tun, als wenn die Versorgung von Landesbediensteten irgendwie in Gefahr wäre. Die Verfassung schützt die Versorgung für jeden aktiven Beamten, die Bundesrepublik als Gesamtverbund haftet. Und wir können darüber streiten, und das müssen wir auch. Und ich sage auch gleich was zu der Höhe der Rücklage und auch, ob die ausreichend ist, auch im Vergleich zu anderen Bundesländern. Aber jeder, der sich auch nur 5 Minuten mit diesem Thema auseinandergesetzt hat, weiß, dass die Zukunftsvorsorge unserer Beamtinnen und Beamten durch das Grundgesetz und die Stabilität des Gesamthaushaltes gesichert ist. Sie wissen das. Hören Sie auf, hier auch nur zu suggerieren, dass das irgendwie anders wäre. Der zweite Punkt. Die Rücklage in Nordrhein-Westfalen ist im Vergleich zu anderen Bundesländern vorbildlich. Ich nehme als Referenz Ihr Lieblingsbeispiel, wenn es um Ländervergleiche geht, nämlich Bayern. Schauen wir doch mal auf die Zahlen in Bayern. Wenn wir NRW als Maßstab nehmen, dann hätte der Freistaat Bayern im letzten Jahr 172 Millionen Euro, in diesem Jahr 190 Millionen Euro zusätzlich in die Versorgungsrücklage packen müssen. Also mal eben 362 Millionen, die in Bayern nicht verwendet wurden. Und wer dann weiterhin, meine Damen und Herren von der Opposition, von der Schuldenfreiheit Bayern 2030 träumt, der ist nicht nur im Karneval sehr nah an Ludwig II. Also weniger blau-weiße Lametta. Ein Blick auf die Zahlen zeigt außerdem, wir streben mit der Zuführung von 200 Millionen Euro dann 2018 ein Vermögen von mehr als 10,3 Milliarden an. Auch mit dieser Zahl sind wir im Vergleich der Länder vorne. So viel zu Ihrem Punkt, erst erwirtschaften, dann ausgeben. Und, meine Damen und Herren, damit möchte ich auf unseren Entschließungsantrag kommen, der Ihnen vorliegt von den Koalitionsfraktionen. Wir wollen die Mittel aus dem Pensionsfonds fair und nachhaltig investieren. Deswegen wollen wir ethische Grundsätze und Nachhaltigkeitskriterien einziehen. Und die Landesregierung wird darin aufgefordert, dafür einen Katalog mit ethischen Anlageregeln zu entwickeln. Und im Rahmen einer Berichterstattung soll der Ausschuss regelmäßig informiert werden, so viel auch zum Thema Transparenz, Herr Kollege Schmitz, wo das Geld angelegt wird. Meine Damen und Herren, wir wollen, dass auch öffentliche Gelder gezielt aus klimaschädigenden Investitionen rausgezogen werden und im Gegenzug den Ausbau von erneuerbaren, von ökologisch und sozial nachhaltigen Investitionen gestärkt werden. Wir sind hier Vorreiter, wir schließen uns an, unter anderem Stanford hat damit angefangen, mehrere Pensionsfonds aus dem skandinavischen Raum tun das bereits und zuletzt auch als prominentes Beispiel die Rockefeller Foundation. In diese Gesellschaft reihen wir uns gerne ein. Hören wir auf, die Klimakrise mit unserem Geld weiter voranzutreiben. Die Zukunft ist erneuerbar und deswegen ist es richtig, dass wir auch hier ein wichtiges Signal setzen und dass wir auch nach vorne gehen mit einem Pensionsfonds, der dann in absehbarer Zeit die 10 Milliarden Grenze überschreitet. Vielen Dank.